Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen, die wäre ja zuständig für PietSmiet, wenn er denn Rundfunk werden würde, weil der sendet aus Köln. Und deswegen wird uns jetzt deren stellvertretende Direktorin Doris Brocker über Sinn und Unsinn von Rundfunklizenzen fürs Internet aufklären. Herzlich willkommen. Dankeschön, das mache ich sehr gerne. Also Sie sehen hier vor sich die Kanone, die auf die Spatzen schießt oder zumindest Teil der Kanone. Ich bedanke mich auch sehr für die Einladung heute. Also wie Sie ja gehört haben, hat unser Direktor oder hat unser Haus eine Debatte losgetreten, die vielleicht notwendig ist. Und wir genießen aber jede Gelegenheit, diese Debatte in einem Vortrag, in einer Diskussion auch mal zu versachlichen und mal zu erklären, worum es eigentlich geht. Also Dank an die Veranstalter. Landesmedienanstalten, da werden Sie noch nicht so oft was mit zu tun gehabt haben, ganz kurz. Es gibt 14 in Deutschland, staatsfern organisiert, rundfunkbeitragsfinanziert und wir machen verschiedenste Themen, ein bisschen unterschiedlich, Föderalismus, aber im Großen und Ganzen beschäftigen wir uns mit Medienkompetenz, Bürgermedien, Forschung, Plattformregulierung, Förderung der Digitalisierung, Fragen der Netzneutralität, mit Beratung, Aufsicht über Rundfunk und Telemedien und unter anderem auch mit Zulassungen. Also das würde ich gerne mal klarstellen, um der Verschwörungstheorie, da wird eine Bürokratie aufgebaut zur Artenerhaltung. Wir hätten auch genug zu tun. Danke. Sinn oder Unsinn von Lizenzen, das ist die Frage, die kommt uns dieser Tage allenthalben entgegen. Warum soll ich meine Lizenz holen? Ich übe doch nur meine Meinungsfreiheit aus. Nun ist es dem Rechtssystem, man kann das sehen, wie man will, aber es ist dem Rechtssystem nicht ganz fremd, dass man zur Verwirklichung seiner Grundrechte noch den einen oder anderen Schritt dazu tun muss. Also das Argument, ich bin Grundrechtsträger, lassen Sie mich durch, da sind Sie auch in anderen Zusammenhängen mit gescheitert. Und der zweite Irrtum ist, Sie üben nicht einfach nur Ihre Meinung aus, sondern wenn Sie sich eines Mediums bedienen, das Ihre Inhalte in einer Form unter den kennzeichnenden Merkmalen Aktualität, Breitenwirkung und Suggestivkraft bewegter Bilder beträgt, einige Relevanz hat, dann bewegen Sie sich nicht mehr nur im Bereich der Meinungsfreiheit und dann bewegen Sie sich im Bereich der Rundfunkfreiheit. Professor Gersdorf hat uns den Artikel 5 ja vorhin schon sehr schön vor Augen geführt. Unseres Verständnisses nach lässt sich aber aus der zugegebenermaßen alten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ein bisschen mehr rauslesen. Also die Rundfunkfreiheit, die das Bundesverfassungsgericht als schlechthin konstitutiv für demokratische Prozesse und für eine demokratische Gesellschaft bestimmt hat, ist mehr als die Freiheit des Einzelnen, sondern dahinter steckt auch ein systematischer Ansatz. Und deshalb ist auch der Auftrag an den Gesetzgeber, anders als in anderen Bereichen, wo es nur darum geht, Verstöße zu ahnden, hinterher zu korrigieren, hat das Bundesverfassungsgericht immer gesagt, Regulierung muss ein Klima schaffen. Es muss dafür sorgen, dass Vielfalt auch entstehen kann und der Rundfunk nicht einseitig Einzelnen ausgeliefert wird. Die Wahl der Mittel liegt beim Gesetzgeber. Die Landesgesetzgeber haben sich für das von uns bekannte System entschieden. Es gibt privaten und öffentlich-rechtlichen Rundfunk und unter dem verfassungsrechtlichen Rundfunkbegriff, auch das hat Herr Gersdorf schon sehr schön ausgeführt, gibt es halt derzeit die Formen Rundfunk und Telemedium. Beides ist Rundfunk im verfassungsrechtlichen Sinne. Beides sind an die Allgemeinheit gerichtete Kommunikationsformen. Der wesentliche Unterschied ganz holzschnittsartig ist, und das kann man nicht oft genug einhämmern, Telemedium ist, wenn Abruf, Rundfunk ist, wenn gestreamt. Das ist im Moment die schlichte Wahrheit. Also wenn Sie auf YouTube was einstellen und erlauben es einer Vielzahl von Menschen, diese Inhalte zu dem von Ihnen gewünschten Zeitpunkt abzurufen, dann sind Sie
Nichtbetreiber eines Rundfunkangebotes, dann sind Sie Telemedienanbieter. Setzen Sie den Abrufpunkt dadurch, dass Sie streamen, zwingen Sie quasi die Leute, zeitgleich mit Ihnen am selben Thema zu sein, dann sind Sie Rundfunk. Keinen Unterschied macht im Übrigen, und das freut mich, welcher Inhalt sich dahinter verbirgt, weil ich fand heute Morgen den Vortrag von Professor Breitlauch ganz erhellend, weil der die Annahme auch bestätigt, dass es eigentlich kein Thema gibt, das nicht von Relevanz für die Gesellschaft wäre. Also jetzt eine inhaltliche Auseinanderpflückung zu machen, wie das auch gelegentlich gedacht wird, halte ich auch für falsch. Ob Sie ein 24/7-Nachrichtenprogramm ausstrahlen oder geplant gelegentlich andere dann teilhaben lassen, wie Sie spielen oder sich schminken oder sonstige Inhalte treiben, das ist dem Bundesverfassungsgericht egal. Sie genießen alle denselben Schutz. Die inhaltlichen Regelungen und Vorgaben sind auch für beide Erscheinungsformen nahezu identisch. Da haben wir seit Jahren einen schönen Schritt vorwärts gemacht. Na, Sie müssen sich, egal ob Sie Rundfunkanbieter oder Telemedienanbieter sind, an Jugendschutz, die Regelungen zum Schutz der Menschenwürde, der persönlichen Ehre und an Nutzerschutz halten. Das heißt, auch ein Telemedienanbieter hat dafür Sorge zu tragen, dass sein Nutzer erkennt, da wird jetzt nicht gerade begeistert gespielt und kommentiert, weil das so ein tolles Spiel ist, sondern weil ihn jemand dafür bezahlt hat. Dann kennzeichnen Sie das als Werbung. Tun Sie das, weil Sie ein begeisterter Spieler sind und das toll finden und haben sich das selbst gekauft. Dann sind Sie im Rahmen des Rechts unterwegs. Und diese Dinge beaufsichtigen wir auch schon seit langem. Also da spielt es für Sie auch keine Rolle, ob Sie sich mit einem Telemedium oder mit einem Rundfunkangebot an die breite Öffentlichkeit wenden. Diese Regeln werden von uns eingehalten. Die Einhaltung dieser Regeln wird von uns auch kontrolliert. Unterschiedlich sind die strukturellen und Verfahrensvorgaben. Das gebe ich zu, Telemedienanzeige und erlaubnisfrei, während Rundfunkprogramme der Zulassung bedürfen. Das heißt, wir gucken uns vorher an, wer ist das eigentlich? Was will der grob für ein Programm machen? Wir kümmern uns auch um Meinungsvielfalt, aber da ist der Fernsehmarkt oder der Medienmarkt in der jetzigen Ausprägung ja auch schon nahezu zementiert. Da vertut sich nicht mehr viel. Und wir schauen uns ein bisschen, das ist noch so aus der alten Knappheitsregulierung, müssen wir uns halt noch angucken. Kann er das? Ist er wirtschaftlich zuverlässig? Steckt da ein gesundes Unternehmen hinter? Eine Zulassung zu erwerben ist kein Hexenwerk, da helfen wir auch gerne. Wir haben auch entsprechenden Let's Playern und anderen, die im Internet neue Erscheinungsformen machen, unsere Hilfe angeboten. Wir fangen nicht direkt damit an, dass wir ein Ordnungswidrigkeitenverfahren anstrengen und Ihnen ein Knöllchen auf die Kamera kleben oder auf den Laptop, sondern wir weisen erstmal zart darauf hin, es könnte sich bei dem von Ihnen angebotenen Angebot um Rundfunk handeln und ob Sie nicht mal mit uns darüber reden wollen. Dann wird es ein bisschen aufwendiger, das gebe ich zu, aber da werde ich gleich noch drauf kommen. Die Lizenz ist aus meiner Einschätzung nach auch gar nicht das große Problem. Warum machen wir überhaupt eine Vorabkontrolle? Also ich gehe jetzt nicht auf die Argumentation verfassungswidrig ja oder nein ein, weil ich bin in einer komfortablen Situation. Ich muss Gesetze so nehmen, wie sie da sind. Ich kann darüber diskutieren, aber wenn eins da ist, wende ich es an. Die Vorabkontrolle als Mittel, zu gucken, wer macht da eigentlich was, sorgt für Transparenz. Nicht nur die Landesmedienanstalten, sondern auch die Öffentlichkeit weiß, wer bietet da eigentlich was an, was bietet er an. Und erweckt auch ein Stückchen Verantwortung, weil Sie, wenn Sie jemandem eine Lizenz in die Finger drücken, dann weiß der, er macht etwas Besonderes, dann hat er sich vorher Gedanken gemacht, dann sind ihm die rechtlichen Pflichten zumindest mal bewusst geworden. Das hat auch schon was. Und ich kann Ihnen sagen, das ist aber noch analoge Welt. Wir haben wenige Lizenzen nicht erteilt, aber wir haben eine ganze Menge
in der Beratung entmutigt, ihr verflaustes Unternehmen weiter betreiben zu wollen und so viele Menschen vor wirtschaftlichem Schaden bewahrt. Das ist aber nicht mehr das Problem in der digitalen Welt, das gebe ich zu. Die Digitalisierung hat alle Bereiche der Medienproduktion, der Verbreitung, der Distribution erreicht, während die Rundfunkregulierung noch ein wenig im Analogen verhaftet ist. Das gebe ich zu. Die kommt aus der Knappheitsdebatte. Insofern begrüßen auch die Landesmedienanstalten, na, wir verhindern das nicht, sondern wir finden das sehr schön. Wir betrachten das Internet nicht als Neuland, sondern als Bundland und begrüßen, dass da endlich mal viele, auch kleinere, auch spontanere Unternehmungen, auch mal andere Programmformen, auch mal neue Dinge den Weg zum Zuschauer finden. Jeder kann alles, das ist auch hübsch. Aber ist damit wirklich alles in Ordnung? Also wenn wir jetzt sagen, es gibt keine Knappheit mehr, wir brauchen keine Lizenzen, das ist ein verfassungswidriger Eingriff, haben wir dann alles geregelt? Nein, wir meinen nein. Und zwar einen Schritt weitergehend. Ich habe vorhin schon mal gesagt, für uns ist die Rundfunkfreiheit oder der Auftrag des Bundesverfassungsgerichtes, Grundgesetzes mehr als den Einzelnen zu schützen, sondern wir wollen ein Umfeld. Wir wollen ein Umfeld schaffen. Und über, ob man Lizenzen braucht, ja oder nein, da können Sie mit mir jederzeit reden, da bin ich jeder Argumentation offen. Dann müssen Sie aber auch mit mir gemeinsam einen Weg entwickeln, wie wir die Möglichkeiten finden, außerhalb eines Lizenzierungsverfahrens oder ohne Lizenzierung, die gleichen vielfaltsichernden Dinge im Internet auch wahrhaben zu wollen. Das heißt, durch Transparenz seitens der Anbieter, durch Verantwortungsübernahme seitens der Anbieter, auch im Internet ein Umfeld zu schaffen, in dem auch neue Medienanbieter gerne hinzutreten, weil sich alle an dieselben Regeln halten, weil alle von denselben Startbedingungen profitieren und weil sich alle bewusst sind, dass sie in einem Medium unterwegs sind, das gesamtgesellschaftlich von großer Bedeutung ist. Wir lassen übrigens seit Jahren im Internet Angebote zu, aber das ist ja das andere. Also meine knappe Antwort auf die Frage, warum soll ich mir eine Rundfunkzulassung holen, wenn ich streame, nicht wenn ich auf YouTube was zum Abruf bereitstelle, wenn ich streame, und zwar nicht nur gelegentlich, sondern mit Ansage öfter. Warum soll ich mir eine Rundfunkzulassung holen, ist die einfache Antwort, na, das steht im Gesetz. Und Anbieter und Landesmedienanstalten können das Gesetz nicht ignorieren. Man kann darüber verfassungsrechtlich debattieren, aber es ist erstmal da. Die Antwort, die ich lieber hätte, ist, wenn am Ende der Diskussion die Feststellung wäre, na gut, ich hole mir eine Lizenz, Klammer auf, weil es derzeit die einzige Möglichkeit ist und ich aktiv an Debatten über den Sinn und Zweck teilnehmen möchte, weil ich anerkenne, dass ich in einer Form mit der Welt kommuniziere, für die es aus gutem Grund Regeln gibt. Und zwar nicht die Lizenzpflicht, sondern ich meine jetzt die inhaltlichen Regeln. Und ich bereit bin, diese Verantwortung anzunehmen und mich aktiv zu beteiligen, damit auch ich mich in einem Umfeld wiederfinde und ein Umfeld auch für neu Hinzutretende schaffe, in dem sich alle wohlfühlen und in dem Rundfunkfreiheit gedeiht. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.